Mein Name ist Gregor Versa, ich bin Sales- und Account Manager bei der Smart und gleichzeitig noch Leiter der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe. Ich habe selber in den vergangenen über 10 Jahren schon Firmen können begleiten im Bereich UK-Einführungen und auch Kosteneinsparnis zu machen. Und dementsprechend freue ich mich, Ihnen auch die Kosteneinsparnis weiterzugeben. Ich glaube, ich stelle mich ganz schnell selber vor. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Markus Wanner. Ich bin seit über 30 Jahren in der Versicherungsbranche eigentlich aufgewachsen. Bin seit über 12 Jahren bei HRM Systems in verschiedenen Funktionen. Aktuell tue ich Kunden betreuen, spezifische Kunden auch, gerade im Bereich Spitalmärkte, aber auch neuerdings mit dem Thema öffentlicher Verwaltungen. Und es freut mich sehr, dass wir unsere Firma da präsentieren dürfen und unsere Produkte. Danke, Markus. Von der Agenda, wir können kurz Smart und HRM System vorstellen. Dann, wie funktioniert eigentlich die Unfall- und Krankenadministration mit dem Tool UK, der HRM Systems? Auch welche Kundenreferenzen setzen das bereits ein? Was haben wir überhaupt für Herausforderungen in der heutigen Zeit mit Corona, mit den ganzen administrativen Tätigkeiten, mit den Versicherungen? Und ganz wichtig auch der Part Live-Demo, dass wir euch 4 Szenarien live zeigen vom Bereich Unfallerfassung mit UKSend, also dass die Mitarbeiter oder Vorgesetzten den Unfall kann erfassen kann. Der Arztzeugnisabgleich, das ist etwas, was immer öfters von Kunden gewünscht wird. Dementsprechend nachher auch automatische Taggeldabrechnung, Krankentaggeld, Unfallversicherungsabrechnung und EO und MSC automatisiert. Und entsprechend nachher auch ein Einsparpotenzial von der ganzen Versicherungslösung, wie Sie ja Geld können sparen und Fragen stellen dementsprechend. Fragen, wie gesagt, gern auch über den Chat, dass wir da entsprechend dann auf Fragen eingehen. Smart, wir sind aktuell über 50 Mitarbeiter, wir sind in Regensdorf daheim. Wir haben in den letzten Jahren 12 Jahre schon bereits gibt es jetzt Smart über 1000 Projekte und dürfen durchführen. Wir tun den ganzen HR-Bereich von Arbeitszeugnis über Payroll, über die ganzen Recruiting, Talentmanagement-Produkte, tun wir von A bis Z Kunden betreuen. Wir betreuen aktuell über 300 Kunden schweizweit und haben dort ein grosses und breites Wissen im ganzen HR-Bereich. Da ganz kurz das Produktportfolio von unserer Seite. Wie Sie sehen, haben wir da den Bereich SAP, den wir vollumfänglich abdecken, dann mit den neuen Produkten SAP SuccessFactors. Wir haben verschiedene Bereiche wie Dokumentenerstellung, Arbeitszeugniserstellung. Dann haben wir auch das Pendant zu SuccessFactors als Talent Management, ist das Produkt Talentsoft und weitere Third-Party-Produkte, die wir einsetzen. Und eins von den unsere Stärken ist natürlich auch, verschiedene Schnittstellen zu haben oder eigene Produkte. Und da haben wir auch Schnittstellenzertifizierte zu UK, unsere Smart UK-Schnittstellen. Unsere Dienstleistungen befassen sich vor allem im ganzen HR-Support. Wir führen ganze Implementierungen einführen von HR-Payroll-Lösungen über ganze, wie gesagt, auch E-Dossier, Zeugnis, Talentmanagement, Mitarbeitergespräch von A bis Z. Das Ganze kann man bei uns auch im Outsourcing betreiben und dass wir auch die Löhne machen für die Kunden. Und nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch kundenspezifische Entwicklungen, die wir machen. Wir haben vor allem auch im Bereich Spitalbranche oder auch im Bereich Lehrer und öffentlichen Dienste so mehrfach Anstellungen spezielle Lösungen entwickelt, auch auf SAP basierend, dass man dort entsprechend effizient kann arbeiten. Wie gesagt, auch strategische und konzeptionelle Beratung machen wir immer öfters jetzt auch für Kunden, die natürlich auf S4HANA wechseln oder in die Cloud gehen wollen. Ist der richtige Zeitpunkt, ist die richtige Entscheidung und so weiter und so fort, dass wir dort entsprechend können, Kunden richtig beraten und betreuen. Ja, HRM Systems, wir haben das Jahr ein schönes Jubiläum, 75 Jahre. Wir sind ein Familienunternehmen, das jetzt mittlerweile in der 4. Generation ist. Wir gehen langsam so Richtung 90, Richtung 100 Mitarbeiter. Und mittlerweile ist es so, dass wir doch über ein Viertel von allen Firmen, die in der Schweiz mehr als 500 Mitarbeiter haben, dürfen wir bereits als Kunden begrüßen.
unsere Dienstleistungen. Da sind wir. Wir haben zweimal eine Software. Das ist einerseits UK Solutions und Garema. Das heutige Thema tut vor allem UK Solutions abbilden. Dann gibt es aber auch Services dazu. Einerseits, gerade im Speziellen im Spitalmarkt, haben wir die sogenannten PEP-Services. PEP ist das Planungstool, wo viele Spitäler eingesetzt haben. Dort geht es so weit, dass wir eigentlich selber die Schnittstellen aus dem Zeitsystem heraus erstellen. Aber auch eigentlich Planungsprozesse anschauen, wie das PEP aufgebaut ist. Stimmt das? Geht das überein mit dem Arbeitsgesetz? Und das SUVA-Mandat ist ausschließlich für SUVA-unterstellte Firmen, wo wir einerseits schauen, dass Prämien optimal sind, wo wir eben auch Fallkoordinationen machen und auch spezifisch Reports zeigen können. Wie gesagt, heute geht es um UK Solutions, um das Einsparpotenzial. Das Einsparpotenzial ist einerseits administrativ, andererseits durchaus aber auch finanziell. Das ist ein Flyer, wo Sie auch überkommen im Nachgang, der auf unserer Homepage ist. Das ist etwas, wo Sie auch nochmal nachlesen können. Wir werden einen Großteil aus den Vorteilen und Nutzen, die da aufgeführt sind, werden wir nachher in der Live-Demo sehen. Ich würde ganz kurz schnell den Zusammenhang mit Garema nehmen. Garema ist ausschließlich gedacht für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Sie sehen auf dieser Folie da unten dran, UK Solutions ist immer die Basis. Das heisst, es ist einerseits für die Administration, für den Payroll-Prozess da, für die Abwicklung von diesen Taggelder. Es ist aber gleichzeitig auch die Datenbasis und Garema bezieht nachher Daten, die gleichen Daten, die für finanzielle Abrechnungen gemacht werden, nachher auch für das betriebliche Gesundheitsmanagement, also die gleichen Personaldaten, die gleichen Absenzdaten. Da geht es darum, in zwei Modulen. Einerseits Modul Care, wo man vor allem den Absenzmanagementprozess anschaut, mit verschiedenen Stati, wo es um Rückkehr- und Unterstützungsgespräche geht. Und für ganz grosse Firmen auch, die eigene Case Manager haben, ein Modul Case, wo man dann wirklich in die Dossierbetreuung hineingeht, vom Intake bis zum Abschluss, wo man spezifische Rechte auch vergeben kann, dass natürlich nur eine gewisse Anzahl an Personen da auch die Sachen dürfen sehen. Die Basis, wie gesagt, ist UK Solutions, wo, damit wir wirklich die gleichen Datenbasen haben. Das ist nochmal eine Zusammenfassung, das tue ich jetzt nicht oben beten, sondern das können Sie selber dann auch noch nachlesen. Da kurz zu den Kundenreferenzen. Sie sehen, das sind alles auch Kunden, die bereits SAP im Einsatz haben, wo wir die Schnittstelle mit SAP gemacht haben. Wie Sie auch sehen, es gibt auch Versicherungen, die UK selber für sich einsetzen und nutzen, wie CSS-Versicherungen, Sana, Visana und so weiter, wo das UK für ihre eigenen Mitarbeiter einsetzen, aber auch PwC, Swiss und so weiter, was Sie da auch sehen, es hat noch weitere Kunden natürlich, ist nur ein Auszug davon, wo bereits sehr viel Kosten einsparen und auch Geld einsparen. In der Spitalbranche haben wir auch verschiedene Spitäler, die das einsetzen. Kantonsspital St. Gallen, das Spital in Frauenfeld und so weiter. Es gibt da das KSA, Kantonsspital Aarau, Baden, die das auch einsetzen. Von dem her haben wir dort eine grosse Basis und bereits auch Kundenreferenzen, die das einsetzen. Herausforderungen oft. Markus, du kannst jederzeit ergänzen, gell? Gerne. Die Herausforderungen sind oft, wie kann ich überhaupt meine Absenzquote messen? Wo weiss ich, welche Fälle habe ich, die krank sind? Wenn ich nicht ein gutes Zeitwirtschaftssystem habe, wird es schwierig, auch Absenzquote zu messen. Auswertungen zu Unfällen und Absenzen allgemein. Das ist dann auch, dass man gegenüber dem Management schöne Auswertungen machen kann oder Daten kann zusammenstellen kann. Man muss oft Daten zusammensuchen, gerade bei einem Unfall oder Krankheitsfall, welche Lohnarten fließen drin rein. Und da können wir natürlich massiv unterstützen mit einem Automatismus und mit einem Tool, wo da entsprechend die ganze Berechnungslogik auch im Intus hat und das auch funktioniert. Oder? Was auch oft ist, ist die Abstimmung zu der Finanzbuchhaltung, wo oft ein Thema ist, dass man entsprechend nicht Datenschutz gewährleisten kann. Zum Beispiel, wenn Sie Taggeldabrechnungen überkommen von der SUVA oder von der
Krankentaggeldversicherung, dann steht dort oft ein Name drauf und Perioden und dann die Absenzquote. Und so kann man natürlich den Lohn aufrechnen, was die Person zu 100% verdient. Was man natürlich nicht einfach so sollte dürfen können. Überwachung auch von Zahlungseingängen, oder? Sie melden einen Unfall, sie melden einen Taggeldfall, müssen sie sehr mühsam aufschreiben und verfolgen, dass sie da entsprechend auch das Geld dann entsprechend überkommen. Oder? Und natürlich auch die ganze Überwachung von der Wartefristen, oder? Und auch so Auswertungen von über das Jahr oder über den Monat, wer ist montagskrank, wer ist freitagskrank. Das sind alles also spannende Auswertungen, die man kann, mit UK dann entsprechend auch sehr einfach auswerten. Markus, hast du eine Ergänzung dazu? Nein, das ist sehr gut. Ich glaube, es geht vor allem darum, UK ist entstanden aus einem reinen Fallmeldungstool heraus, wo man vereinfacht hat, wollen, ab Versicherungen Fall melden. Mittlerweile ist das natürlich so, dass man die Prozesse, die im Payroll stattfinden, mit eben vom Fall, von der Fallmeldung oder von der Erkrankung oder von einem Unfall von einem Mitarbeiter bis hin zu den Taggeld abgerechneten Daten, die noch in der FIBU drin sind, dass man den Prozess möglichst eben vereinfacht und so einfach wie möglich gestaltet hat, weil das ist etwas, was sonst Manpower braucht, einfach zum abdöckeln in ein System hinein, und das kann man heute sehr gut automatisieren. Und darin gehört natürlich auch die ganze Lohnfortzahlungspflicht, wo die unterschiedlichen Betriebe natürlich oder unterschiedlich haben bei diesen Betrieben. Und da ist natürlich auch die Idee, dass das alles automatisiert ist, dass man da nicht nur ein separates Excel muss führen bei den Fällen, die dann ein bisschen länger gehen. Haben Sie die Lohnfortzahlung schon erreicht oder nicht? Wo muss man kürzen? Das geht alles nachher im System. Zur Abschlussstelle, wie können wir eigentlich Sie unterstützen im Bereich SAP? Also wenn ich gesehen habe, teilnehmen, die meisten werden wahrscheinlich SAP im Haus haben. Es gibt drei verschiedene Schnittstellen. Die eine Schnittstelle ist die Stammdatenschnittstelle. Das heisst, da drin sind die ganzen Stammdaten zum Mitarbeiter, wie Adresse, Geschlecht und so weiter, aber auch die ganzen Lohndaten. Das bedeutet, wir gehen da in dieser Schnittstelle, ist sehr clever entwickelt worden, schauen, wie viele Franken hat der Mitarbeiter die letzten 12 Monate verdient. Das heißt jetzt der aktuelle Monatslohn, aber die ganzen Pickezulagen und Schichtzulagen und Inkommensentschädigungen und so weiter über die letzten 12 Monate. Das ist so das, was die meisten Kunden machen, auch öffentliche Dienste, Spitalbranche diesbezüglich, weil man hat ja einen Anspruch auf den letzten Lohn, oder? Und so rechnen auch zu oder Krankentaggeldversicherungen. Und oft wird gerade in diesem Bereich, also Erfahrung haben festgestellt, dass dort sehr viel Geld verloren geht gegenüber für die Kunden, für die Firmen, weil man oft eigentlich nur den Monatslohn mal 13 rechnet, vielleicht noch Kinderzulage und dann Zeit, oder? Aber der Mitarbeiter und die Firma hat die Prämie zahlt auf allen Zulagen. Oder? Und das ist etwas gerade im UVG-Gesetz, das sehr, sehr ausgeprägt ist. Und dort kann man sehr viel Geld einsparen. Also wenn man es richtig meldet, kommt man natürlich viel Geld an. Also das korrekte Geld, Taggeld auch über. Dann gibt es eine Schnittstelle von den ganzen Absenzdaten. Je nachdem, gerade in gewissen Branchen ist das PEP sehr, sehr ausgeprägt. Dort hat das Harem-System verschiedene Spezialisten, die sich um das PEP kümmern und ihnen da die Schnittstelle können zur Verfügung stellen, dass dann die Daten gerade direkt übergehen. Wenn Sie im SAP-Zeitwirtschaft haben, dann haben wir eine Stammdaten-Absenz-Schnittstelle, wo wir die Daten dann aufbereiten, damit auch, wenn er am Freitag noch krank ist und am Montag wieder krank ist, dass Sie das Wochenende auffüllt bekommen, für das haben Sie auch Taggeld zu gut. Und die dritte Schnittstelle ist noch das ganze Thema Organisationsmanagement, dass man dort dann auch für Rückkehrgespräche und auch entsprechend weiss, wer ist der Vorgesetzte von wem, dass man dort das ganze Tracking kann machen. Was ich nicht vergessen, ist da die Rückschnittstelle von den Taggeldern, oder das ist der grosse Mehrwert. Sie kommen das File über, wo berechnet wird, welche Taggelder kommt für welchen Mitarbeiter, haben sie jetzt gut, und dementsprechend tun wir nachher die Taggelder einspielen. Das ist eine Batch-Input-Mappe im SAP, wo man mit der Stammdatenschnittstelle bereits mit ausliefert. Dass Sie dort nicht einzelne Taggelder mit manuell einpflegen, sondern ist ein File einspielen. Und das hat einen grossen Mehrwert, dass nachher der ganze Abgleich der Taggelder entsprechend auch sauber ist und datenschutzkonform auch funktionieren kann.
Ja, dann wären wir schon bei der Live-Demo. Wie gesagt, wir zeigen die vier Prozesse. Es ist mir vielleicht wichtig, schnell zu zeigen, auch aus Zeitgründen, dass wir bei der automatisierten Taggeldabrechnung den Krankentaggeldprozess zeigen. Der Unfalltaggeldprozess geht aber genau gleich, das wird man dann auch sehen. Beim EO und MSC ist es genau dasselbe. Da geht es vor allem um den Abgleich auch mit den Ausgleichskassen. Wir werden heute den Prozess zeigen, wie das mit EO-Taggeldern ist, wie das Formular dort dazukommt. Beim MSC ist das analog, einfach natürlich mit dem entsprechenden Formular von der Mutterschaftsentschädigung. Gut, also, dann würden wir starten mit dem UK-Send. UK-Send ist eine dezentrale Organisation, ihr könnt das nutzen, um den Fall vorerfassen. Es kann auch ein Mitarbeiter selber seinen Fall erfassen. Es geht jetzt hier querbeet durch. Man braucht grundsätzlich nur eine Personalnummer. Es gibt die Möglichkeit, dass man einen verantwortlichen Vorgesetzten Zeitpunkt zum Unfall erfassen kann oder dass der Vorgesetzte selber das macht. Es sind dann alle Sachen, die erfasst werden müssen, die für die Fallmeldung relevant sind, werden da ausgefüllt. Also ist es ein Berufsunfall, ist es ein Nicht-Berufsunfall. Da die meisten Leute ja nicht, gerade Versicherungsspezialisten, hat es überall Infofelder, wo man kann anschauen kann, was man denn da muss eingeben muss. Man kommt dann zu der Körperregion, wo man sehr einfach kann, vorerfassen kann. Das sind dann bereits Körperteile, die Art der Schädigungen, das ist dann wieder maßgebend auch für die Reports hin. Das ist alles super konform, dass man diese Sachen da auch auswählen kann. Wenn man etwas bei den Sternen hat, sind immer Mussfelder. Man hat eine Arztdatenbank hinterlegt, wo man nach verschiedenen Dingen kann besuchen, Postleitzahl oder auch nach Namen natürlich. Entsprechend der Arzt kann auswählen. Wenn es zwei Ärzte sind oder Spital und Arzt, kann man einen zweiten auch erfassen. Und hat eine Zusammenfassung von der ganzen Meldung, die ich jetzt als Mitarbeiter ausgefüllt habe oder als dezentrale Stelle und übermittelt ihnen das zentrale HR. Kann das noch ausdrucken. Und im zentralen HR tut man dann das ins UK importieren. Das hat, wenn man das UK startet, hat das immer gerade auf der ersten Seite ein Fenster. Dann alle Fälle, die erfasst worden sind, kann man importieren. Sehr einfach. Und jetzt wird es erst gematcht mit sämtlichen Adressdaten, Lohndaten, dann verschiedene Möglichkeiten. Man kann einerseits einzeln suchen, die Mitarbeiter, die importiert worden sind. Man hat aber auch die Möglichkeit, gerade alle zu holen. Und ich als zentrales HR muss das jetzt einfach nur abschicken an die entsprechende Versicherung. Das ist bereits hinterlegt, ob das SUVA oder eine andere Versicherungsgesellschaft ist. Ich habe dann die Möglichkeit, da per Mail Apotheker Unfallschein zu verschicken oder eben allenfalls auch auszudrucken. Sie sehen, wie das aussieht. Wir haben nichts gemacht mit dem Lohn. Das ist alles über die Schnittstelle aus dem SAP reingelaufen. Alle Daten, die da drin sind und die nachher auf dem Formular sind, sind da drauf. Die Sachen, die selber erfasst wurden, sind auch. Das geht dann entsprechend am Versichern. Sie sehen vor allem auch beim Punkt 12, die Löhne werden effektiv so aufgeteilt, wie sie eben reinkommen. Also Grundlohn, Familienzulagen, Viertagsentschädigungen oder eben auch allfällige andere Entschädigungen, die reinlaufen. Dann würden wir zum nächsten Video kommen. Genau. Das ist der Absenz, also Import von Arztzeugnis einerseits, aber noch auch der Abgleich zu den Absenzen. Wir haben ein spezielles Register dort oben, das heisst Anhänge. Da habe ich die Möglichkeit, einzelne Zeugnis oder auch gesammelte Zeugnis Ihnen zu importieren. Ich kann, alle Zeugnisse in ein PDF hier, du kannst es nachher auswählen. In dem Fall ist es jetzt ein Einzelfall von der Frau Beer. Ich kann die Datei auswählen und habe dann ein Vorschaufenster, wo ich anschauen kann, wie das Zeugnis aussieht. Und kann dann auf der linken Seite dort bereits mit dem Namen suchen. Ich sehe, das ist Frau Beer Yolanda. Und dann gibt mir das System schon mal vor, was hat da für Daten drin. Ich sehe jetzt, ich kann oben dann nochmal noch ein scrollen, da sieht man im Vorschaufenster rein, dass man da sieht, wo sind die Daten, die ich muss eingeben nachher auch. Ich habe unten dann dort verschiedene Einträge zu der Frau Beer. Es hat einerseits schon mal einen Unfall gehabt. Wenn es jetzt ein Unfall wäre, dann könnte man das Zeugnis direkt an den Unfall anhängen und nachher auch dem Versicherer elektronisch übermitteln. Das ist jetzt aber ein Krankheitsfall und es hat noch keinen Fall, der da jetzt drin ist. Und insofern tue ich das jetzt auf die Person ablegen. Tue die Datei jetzt importieren. Und da ist jetzt wichtig, da kann man die Kategorie Arztzeugnis mit Absenz, Krank oder Unfall abgleichen. Das ist die Auswahl, die man da macht, der Voreingabe. Sieht immer, wer es war. Ich gebe dann noch ein, von wann bis wann das
Zeugnis gilt. Plus der Arbeitsunfähigkeitsgrad noch. Wenn das Zeugnis für mich so gut ist, ich kann eine Beschreibung oder Text dazu tun, ich kann mir Fälligkeitsdaten setzen, ich kann es aber auch gerade erledigen, weil das ist jetzt eigentlich drin. Sie sehen dort schon, die Anzeige auf der Absenztabelle wird auch möglich sein. Das ist wichtig, damit man es nachher abgleichen kann. Okay, und jetzt wird automatisch im System ein Ticket-Eintrag erstellt auf der Person. Das zeigt sich jetzt dort auch bereits schon an. Unten dran könnte man sogar nochmal draufklicken und direkt wieder ins Zeugnis auch reingehen. Und so kann ich alle meine Zeugnisse, wenn ich jetzt eine Datei habe, kann ich die separieren und dann so importieren. Was machen wir dann nachher mit diesen Arztzeugnissen in der Absenztabelle? Wir sind hier in der Absenztabelle drin. Da ist es so, dass es Sinn macht, dass man gewisse Filtereinstellungen macht. Oben dort einerseits sind das immer Perioden von der bestehenden Absenzen, die importiert worden sind. Das ist immer die aktuellste. Wenn man verschiedene Betriebsteile hat, lohnt sich, dass man sie je nachdem nach Betriebsteil auswählen. Und dass man die Absenzart dann wirklich nur noch die anzeigt, die dann vielleicht maßgebend sind. Jetzt in dem Fall würde man nur Kranken nehmen oder man kann B und MBU nehmen. So ist es ein bisschen schneller auch bei der Bearbeitung nachher. Wir haben auf der rechten Seite, linken Seite ganz das zweite unterste Button, hat der Abgleich Arztzeugnis. Wir können jetzt da mal, wir schauen uns den gerade mal an, da hat es dort ein Häkli in der hintersten Spalte und es hat Ausrufezeichen. Die alle, die ein Häkli haben, sind automatisch bereits. Und die sind bereits schon mal abgefragt worden. Die sind okay, also das heisst, die Absenz, für die ist das Zeugnis vorhanden, Ausrufezeichen hat es noch nicht. Und wir gehen jetzt links auf den Button. Bei der Verbeer sehen wir das jetzt gerade schön nachher hinten dran, dort hat es ein Ausrufezeichen gehabt. Und mit dem Druck auf den Button tut es jetzt alle Absenzen durchgehen. Und Sie sehen, aha, das haben wir ja eingegeben, das ist okay. Ich kann dann da allenfalls auch filtern beim Arztzeugnis hinten, damit ich sehe, was alles noch nicht gemacht ist. Ich muss da schnell zurück, ich würde, dass Sie das noch schnell ein bisschen besser lesen können. Es ist einerseits so, dass Voraussetzungen dazu sind wirklich, dass Sie die importierten Arztzeugnisse mit von bis und Arbeitsunfähigkeitsprozent reintun, weil das tut es effektiv abgleichen. Wenn das nicht der Fall ist, dann nach einem findet es nicht und dann gibt es eine Meldung dort. Und eben das Arztzeugnis muss auf der entsprechenden Ticketkategorie vorhanden sein. Der Mehrwert ist halt effektiv, Sie können einen Massenimport von Arztzeugnis machen und dann direkt jeder einzelnen Person zuweisen oder eben am Fall. Und haben durch das einfach dann auch eine schnellere Übersicht für fehlende Arztzeugnisse und Absenzen. Markus, jetzt ist noch eine Frage vor, zu welchen Versicherungen können hinterlegt werden beim UKSend? Wie viele Versicherungen können hinterlegt werden? Wie viele Versicherungen? Also es ist so, dass wir ja jedem Betriebsteil eine Versicherung können zuweisen können. Also es kann ja sein, dass Sie einerseits Betriebe haben, die sauber unterstellt sind oder aber auch eine Privatversicherung haben. Da macht ganz viel mit. Also wir können bei den meisten, also die gängigen Versicherer, die wir da haben, können wir hinterlegen. Und das ist von, also alle Privatversicherungen, die wir so ein bisschen haben, mit AXA, Krankenkassen, Helsana, Swica, Suva. Wir können auch jeden Versicherer dazunehmen, wenn jetzt einmal einer nicht dabei wäre, sodass wir den könnten hinterlegen. Sämtliche Sunet, also alle Versicherer, die Sunet haben, können auch UK empfangen. Ja, das habe ich dann noch sagen, ist noch wichtig, alle die bei der Suva sind und Sunet auch einsetzen, dementsprechend kann man das abdecken. Es gibt auch viele Versicherungen, die Zusatzversicherungen irgendwo haben, bei der Zürich oder und so weiter, dass man das eben auch abdecken kann. Oder? Dann würden wir zum nächsten Schritt switchen. Genau, das wäre jetzt gerade, das in der Absenztabelle sind Vorbereitungsarbeiten, die vor einer Verarbeitung kommen. Und das wäre jetzt 1:1 ein Krankentag verarbeitet. Wir haben oben wieder eine Registerkartenverarbeitung. Sie sehen da schon, da gibt es zum Beispiel EO-Verarbeitung, KTG-Verarbeitung, UTG-Verarbeitung. Das System ist immer gleich. Die Verarbeitung wird einmal im Monat gemacht. Auch da wieder, man kann es pro Betriebsteil machen oder gesamthaft starten. Wir machen jetzt da die Berechnung vom November. Es gibt verschiedene Datentests, die durchgeführt werden. Und wenn es da spezifisch hat, doppelte Absenzen oder so, dann kann man nicht weiterfahren. Und in dem Moment jetzt hat das UK bereits alle Daten berechnet. Ich tue da mal schnell stoppen, dass Sie das auch ein bisschen besser anschauen können. Es hat den Hintergrund, dass ich kann das so sagen, das ist auch öffentlich gesagt worden, ein Betrieb mit 4000 Mitarbeitern hat alle Absenzen verarbeitet. Also da werden die Absenzen zusammen mit dem Lohn zusammengeführt und die Taggelder entsprechend berechnet.
Wir haben dafür für 4000 Mitarbeiter läuft das in der Regel zwischen 4 und 6 Minuten. Je grösser die Linien sind, desto länger geht natürlich so eine Berechnung. Und da ist dann so, auf dem Übersichtsbild sehen Sie dann alle Mitarbeiter, die auf der linken Seite, sehen Sie es nach Namen, Vornamen, Personalnummer, Sie können das alles auch filtern, nach Dienstjahr filtern, wir haben dann Absenzstart, Absenzende, Absenztag, Arbeitsunfähigkeitsgrad, das sind alles die Daten, die reingekommen sind und die dann da reingematcht werden. Wir haben den Dackeldansatz, der automatisiert berechnet wird, zu wie viel Prozent, Totalbetrag. Und da hinten, wo es dann so in die Spalte Lohnfortzahlung, Risiko, Pensionskassenzähler sind, das sind spezifische Zähler. Da oben ist die Übersichtsliste, wo jede einzelne Person drauf ist. Im obersten wäre jetzt gerade die Jolanda Beer. Es geht dann da so ein bisschen runter im Bereich, wo das ein bisschen detaillierter angezeigt ist. Da kommt dann eigentlich die ausgewählte Person nochmal spezifisch. Lass jetzt noch weiterlaufen. Wichtig ist dann vor allem auch der unterste Teil. Dort sehen Sie dann wieder Monatslohn, 13. Monatslohn, Spesen. Das wird gedackelt, also es wird pro Lohnart berechnet. Es ist dann, man wird dementsprechend Ihre Lohnarten hinterlegen, sodass eben das Finanzbuchhalterisch nachher sauber wieder auch verbucht wird. Wir haben auch die Möglichkeit, Lohnkürzungen direkt mitzugeben, also dass Sie das auch nicht mehr separat machen. Das ist das, was wir vorhin in der Übersicht gesehen haben, was so die Herausforderungen sind. Und wenn das da kann man immer auch noch mal eingreifen, wenn noch irgendetwas wäre. Also ich kann auf Personendaten gehen, auf Absenzdaten gehen, aber in der Regel wird da noch mal eine kleine Kontrolle gemacht. Die Zähler hinten zeigen mir immer die Stände und das System tut immer selber merken, dann aufgrund von der Absenz, wann ist einer innerhalb oder wann ist jemand außerhalb von der Lohnfortzahlung. Mit OK gehe ich weiter, könnt da noch Pause machen oder stoppen. Nachher wird es dann gerade exportiert. Tut jetzt beim Export parallel tut's ein sogenanntes Lohnfile generieren, wo Sie nachher wieder können ins SAP zurückziehen. Und der Abschluss von dieser Sache da ist, es hat verschiedene Reports, die man kann ziehen kann. Die kann man da ziehen, man kann sie auch sonst ziehen natürlich. So ein bisschen die obersten, wichtigsten sind so ein bisschen die obersten drei aus. Es hat unten noch abgerechnete Taggelder, Aussteuerungstermine und so weiter, wo man gerade automatisch auch Listen zieht. Und da, ich zeige jetzt mal, da haben wir die obersten drei mal ein bisschen drauf. Also einerseits ist das die Verbuchungsliste. Das ist je nachdem eine Liste, die Sie mit der Buchhaltung wieder austauschen können. Ist ein bisschen schnell gegangen. Das ist, da ist einfach alles, was Sie aus dem, in dem File drin haben, im Lohnfile drin haben, ist da eigentlich nochmal dargestellt. Und das kann man grundsätzlich auch austauschen mit der Buchhaltung. Es ist dann eine zweite wichtige Liste. Es tut Ihnen automatisiert alle Fälle anzeigen, wo jetzt in der Periode, wo Sie jetzt verarbeitet haben, mindestens 30 Tage gereicht haben, damit Sie diese Fälle explizit dann auch wieder können, die Versicherung anmelden können. Es steht dann immer, auf der ganz rechts hinten ist der Krankenstaat, das sieht man, der ist jetzt nicht im November gewesen, der ist schon im Oktober gewesen, hat jetzt aber erst in der Novemberperiode 30 Tage gereicht und aufgrund von diesen Daten kann ich mit der Personalnummer und mit dem Namen ganz vereinfacht eine Krankheitsmeldung nach am Versicherer absetzen. Wir haben Partner für die Krankentaggeldgeschichte. Das sind die, die da drauf sind. Das sind nicht die, die nur auf Fallmeldung können, sondern das sind die, die effektiv die Lösung dann auch unterstützen, wenn es darum geht. Weil Sie müssen sehen, für die Versicherung ist es so, die Fälle, die Sie vorher drauf haben, auf dieser Liste, auf dieser Verbuchungsliste, der Betrag, der am Schluss dort zusammenkommt, das ist genau der Betrag, der Ihnen die Versicherung nachher wieder zurückzahlt. Also es ist auch ein leichter Eingriff natürlich in den Prozess vom Versicherer. Aber es scheint uns wichtig, dass das eben gerade bei Grosskunden wichtig ist, dass das beim Kunden vor allem passt und dass man dann nicht da für jeden einzelnen Mitarbeiter für 4 Tage oder für 30 Tage oder für x Tage eine eigene Abrechnung bekommt. Es gibt eine Abrechnung, eine Sammelabrechnung mit einem Betrag, der auch abgeglichen werden muss. Und das sind die Daten, die Sie auf der Verbuchungsliste haben. Gleicher Prozess beim Unfall, ein bisschen komplexer halt, weil beim Unfall können Sie nur die Taggelder abrechnen, wo es auch eine Fallmeldung hat. Das ist aber ein Teil nachher von der Verarbeitung, die noch dazukommt, wo das System automatisch sagt, da haben wir eine Fallmeldung drinnen im System, da hat es noch keine. Und dort kann man dann die einen Daten oder einen Absenz noch zurückstellen, bis eine Fallmeldung da ist oder allenfalls der Fall dann auch vom Versicherer anerkannt ist. Gregi, hast du noch eine Ergänzung? Ja, vielleicht wichtig, das sind jetzt Krankentaggeldversicherer gewesen, die Sie vorher gesehen haben. Ja. Für den Unfall, wie gesagt, alle, die wo eben so mit Sunet arbeiten, oder so auch andere Versicherer, als die da drauf sind,
können entsprechend auch die Fallmeldungen dann empfangen. Genau. Dann gehen wir mal in den letzten Film rein. Oder hat es noch eine Frage? Gut. Dann gehen wir noch in die EO rein. Also einerseits würde ich da mal eine EO-Anmeldung zeigen. Sie können ja normalerweise das Teil über. Oben hat es einen Button wieder in der Registerkarte EO. Man kann da Enter drücken und sieht alle angemeldeten Fälle. Ich mache jetzt einen neuen. Das ist wieder Herr Schöneberger. Ich habe ja das Formular von mir. Da kommen dann gerade alle Daten vom Herrn Schöneberger. Und ich muss sehr wenig ausfüllen. Das ist der Formularteil A. Ich muss da ausfüllen, von wem bis wann das der Dienst ist. Der steht ja drauf, auf dem Formular. Und ich muss eingeben, was für ein Go für die Dienstleistung, der steht da drauf. Es kann also auch Jugend und Sport sein. Dann im Formularteil B, ganz wenig Sachen, vorausgefüllt bereits die Angabe über die vordienstliche Tätigkeit, ist ein Arbeitnehmer. Dann noch sagen, wo, an wer geht die Auszahlung, an mich als Arbeitgeber oder geht sie an Mitarbeiter. Und dann beim Lohn ist es so, der wird auch wieder importiert, das ist im Grundsatz der UVG-Lohn. Und da das der UVG-Lohn ist, braucht es beim Leistungsanspruch dort nochmal ein Häkli von einer Person vom HR, die sagt, mal, den Lohn wird man angemeldet haben. Ansonsten können Sie den noch anpassen. Anhang ist dann wichtig. Die Ausgleichskasse erwartet das Originalformular trotzdem noch. Das heisst, man kann das aber dann einscannen, man muss es aber nicht unterschreiben, man muss sonst nicht mehr ausfüllen, aus was der Mitarbeiter schon gemacht hat. Ich kann das jederzeit wieder anschauen, ich kann es auch wieder ausdrucken, ich kann auch andere Dokumente schicken an der Ausgleichskasse. Durch den Speichern und mit Speichern geht nachher der Übermittlungsbutton auf, wo ich das Ganze elektronisch kann an der Ausgleichskasse schicken. Die EO-Taggeldabfrage, die geht automatisiert, immer in der Nacht. Ich tue da ganz kurz einmal schnell stoppen. Ich habe vorher die Lasche Taggeld, da oben, wo rot ist, eingekreist ist, die habe ich vorher unterschlagen. Automatisch, wenn ich die Fallmeldung abschicke, tut es mir bereits im orangen Balken, im Mitte dort, tut es mir Dienstperiode, den Taggeldansatz berechnen aufgrund von dem Lohn, den ich im UK drin habe. Ich sehe auch immer unten rechts dort noch, wenn ich die letzte Abfrage war. Also das heisst, es geht immer über Nacht weiter. Und wenn sich etwas anpasst, dann wird man das dann auch sehen. Das heisst, das ist ein wichtiger Punkt. Da muss man nichts machen, man muss nichts anstoßen, sondern es ist effektiv so, dass das automatisiert geht. Ein wichtiger Punkt ist, dass einfach Ihre Ausgleichskasse die Software Akquis ist. Die decken momentan etwa 50% von der ganzen Ausgleichskassen ab. Mehrwert ist automatisierter Datenaustausch. Wenig manuelle Eingriff gibt eine ganz klare Verbesserung von der Datenqualität. Wichtig auch, falls Ihre Ausgleichskasse momentan nicht drin wäre. Wir sind gerne bereit, mit diesen Ausgleichskassen Kontakt aufzunehmen, wo man das Ganze auch anbieten könnte. Die EO-Verarbeitung ist wieder analog vom wie der Kategorieverarbeitung. Sie sehen, es ist alles gleich gesteuert auch, dass man den Prozess wirklich dann einmal im Monat auch durchgehen kann. Bei der EO ist es effektiv so, da kann man dann noch ein filtern, total pro Zahlungseingang, also wenn man da verschiedene Zahlungseingänge hat, dass man das gerade automatisiert auch sieht. Und hinten dran tut es einem dann entsprechend Vorgabe geben, in welcher Periode das soll in den Lohn hineingestellt werden. Auch da wieder mit OK gibt es ein Lohnfile. Und auch da ist es so, dass Sie ja die Taggelder sind ja schon bereits von der Ausgleichskasse über Nacht ja bestätigt worden, sodass Sie da eigentlich sonst nichts mehr machen, sondern nur die Lohndatei nachher für den Import von den Taggeldern inklusive Lohnkürzungen auch wieder können ins Lohnsystem, ins SAP reinziehen und dementsprechend dann auch wieder das verbucht werden. Wir haben hier noch schnell ein kleines Goodie jetzt auch noch. Es gibt den EO Mano, das zeige ich wahrscheinlich im Bild rein. Ich habe die Möglichkeit, nachher mit einem Button, der ist auf der linken Seite, der zweite unterste, kann ich schauen, welche Anmeldungen, also nicht durch die EO-Meldung abdeckte, das ist jetzt ein bisschen schnell gegangen da, welche das nicht abdeckt sind, also welche Absenztage nicht abdeckt sind durch eine EO-Anmeldung. Und wenn ich das habe, dann habe ich da hinten noch die Möglichkeit, es gibt eine erste, zweite Mahnung, wo ich automatisiert, jetzt kann man rauslassen, aha, da gibt es eine Mahnung, die man verschickt, da hat schon mal eine, die verschickt worden ist, gibt es dann vielleicht mal eine zweite, man kann das wieder ausdrucken oder man kann das auch dann per E-Mail verschicken, wenn man E-Mail-Adresse hat.
sodass Sie auch da die Übersicht dann und einfacher dazu kommen, auch zum nachher zu Ihren Meldungen zu kommen, damit Sie das Geld auch wieder können, einfordern können via Ausgleichskasse. Das sind zum Teil recht hohe Beträge, die da zum Teil offen sind. Ja, genau, dazu viele Firmen, wir haben eine Auswertung gemacht bei verschiedenen Firmen, gehen pro Jahr 100 bis 150.000 Franken verloren. Der Mitarbeiter macht Dienst, kommt aber nicht mit der Karte zurück oder die Karte wird eingereicht, man geht verloren. Das ist eher der seltenste Fall. Aber oft ist es so, dass der Mitarbeiter die Karte schon gar nicht abgibt. Und über die Absenzen wissen wir, okay, er ist im Militär gewesen oder DO geleistet, dass man dementsprechend auch gegenwirken kann und den Abgleich hat zu machen. Oder? Das ist etwas, was sonst sehr aufwendig ist, mit Auswertungen zu fahren und auch pendente Fälle pendent zu behalten. Dass man das mit dem EO und der MSC bei Mutterschaft ist sehr weniger der Fall, dass dort Geld flöten geht, aus einem einfachen Grund. Weil dort ja bei Mutterschaft eher ein grösserer Prozess noch dahinter ist, kommt die Mutter wieder arbeiten oder wann kommt sie wieder arbeiten, Teilzeit und so weiter und so fort. Oder? Stören wir weiterfahren. Was sehr ausgeprägt ist, sind da entsprechend Auswertungen, die man kann, nutzen mit UK. Also wir sehen, das ist jetzt einfach mal ein Auszug davon, von Absenzergebnissen, Absenztag, Personen mit Absenzereignissen, Absenzlisten und die ganze Unfallthematik, auch sonstige Taggelderlisten. Wie aber auch, wenn ein Mitarbeiter das ganze Jahr krank war, gibt es eine AHV-Meldepflicht, dass sie den Mitarbeiter darauf aufmerksam machen, dass er den Freibetrag einzahlen kann und so weiter. Das sind dann alles so Fälle, Auswertungen, die da auch auf der Box mitkommen. Was ich da kurz einfach aufzeigen möchte, ist, man hat das ist jetzt ein Report mit Absenztag, und über ein Jahr kann fahren kann. Da wird rot angezeigt, was ist Berufsunfall, grün, was ist MB und was ist Krankheit. Und Sie sehen, das ist effektiv Krankheit, das ist das, was am meisten Absenzen generiert. Da sind auch Vollzeitstellen ausgewiesen. Da kann man über verschiedene Betriebsteile auswerten. Und das ist auch wichtig, Absenztag netto, so wie die Versicherung arbeitet. Und man hat da verschiedene Vergleichsmöglichkeiten. Ich habe das bei verschiedenen Firmen schon festgestellt, wo zum Beispiel Deutschschweiz mit Italienischschweiz, mit der Französischschweiz vergleichen und dort entsprechend auch Absenzquoten können auswerten. Und man sieht dann auch eine gewisse Tendenz in der Westschweiz oder im Tessin, dass dann dort entsprechend auch andere Absenzquoten entstehen und auch man kann auch sogar so weit gehen und auswerten, wenn irgendwelche Ereignisse sind, wie Betriebsfeier oder irgendeine WM oder irgendein Finalspiel, dass dann die Absenzquote nach dem Spiel am nächsten Arbeitstag wieder aufgeht. Aber das sind alles also Auswertungen, die noch spannend sind diesbezüglich. Die Auswertung, was Sie sehen, das ist nach Absenzursache. Das heisst, man hat da wie gesagt, das ist der graue Bereich, man hat da eine Absenzquote von 3,09%Und daraus heraus, wenn man dann da reinklickt, oder sieht man da auf der rechten Seite, wie sich die Absenzursache zusammensetzt aus verschiedenen Fällen. Das ist wirklich so nach Absenzart, wo man da entsprechend kann reinklicken kann und dann die Details auch sieht. Darf ich noch etwas ergänzen? Es sind jetzt zwei Muster von Dings, die wir haben. Das sind zwei Grafiken. Es gibt selbstverständlich auch Absenzlisten, wo man dann entsprechend bis auf den Namen auch runter kann gehen, innerhalb von einer Abteilung oder von einer Gruppe, wo man dann die ganzen Daten sieht. Wichtig finde ich mir auch zu sagen, dass Sie solche Reports auch automatisieren können, dass Sie wirklich im HR eigentlich das als Dienstleistung auch anbieten, dass zum Beispiel eine Geschäftsleitung, die periodisch über
gewisse Absenzen möchte informiert sein, dass man solche Reports dort einmal gestalten, speichern und nachher kann man die automatisiert vierteljährlich oder halbjährlich oder monatlich oder wie man es dann halt will haben, dass man es dann verschicken kann. Ist ein riesen Vorteil, nimmt extrem viel Zeit ab. Ich habe einen Betrieb mit 15.000 Mitarbeitern, die hat mir gesagt, Fibro hat 3 Tage pro Monat gebraucht, nur, also fast eine ganze Woche, um die Reports aufzubereiten. Und das hat ihre 3 Tage eingespart. Also es ist schon noch nicht zum Unterschätzen. Danke, Markus. Jetzt würden wir zu dem Einsparpotenzial kommen. Dort geht es wirklich darum, um Ihnen kurz aufzuzeigen, mit Unternehmen 500 Mitarbeiter, 1000 oder 2000 Mitarbeiter, je nach Lohnsumme. Und das sind so die Absenzquoten, sag ich mal, in der Wartefrist. Das heisst, wenn man, je höher die Absenzquote ist, also üblich ist 3-4%, je nachdem, je nach Branche natürlich. Es gibt gewisse Branchen, wo sie noch höher ist. Und wir rechnen da relativ vorsichtig rechnen mit 2%. Das sind dann noch gewisse Leistungen. Da sehen Sie nachher auch das Einsparpotenzial der Sozialversicherungen. Und die Versicherungskosten, wenn Sie UK einsetzen, sind natürlich die Versicherungskosten auch massiv günstiger, die administrativen Kosten. Und in diesen 8% ist die ganze Lösung auch UK inklusive, die ganze Lizenz. Also, wenn wir jetzt nehmen, einen kleinen Kunden mit 500 Mitarbeitern, Lohnsumme von 30 Millionen, hat ein Einsparnis mit Tool und alles, was dann entsprechend schon finanziert ist, von rund 52.000 Franken. Wenn wir jetzt hier auf 1.000 hochgehen, oder, sind wir nicht beim Doppelten, sondern mehr als Doppelte, je nachdem, weil die Lohnsumme ist ja dann dort auch noch unterschiedlich, oder? Das ist nicht nur auf die Anzahl Mitarbeiter. Und bei 2.000 Mitarbeitern sind wir rund schon bei eine Viertelmillion, die man jährlich einspart. Und all die Referenzkunden, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, haben das auch nachgewiesen und ist auch erwiesen, dass sie dort entsprechend massive Einsparnisse haben. Und das ist der grosse Vorteil bei der automatischen Abwicklung von den ganzen Krankentaggeldfällen auch. Ich kann vielleicht schnell ergänzen. Es ist ja so, dass bei all diesen Kunden ist es so, dass die Versicherung am ersten Tag haben. Das heisst, die haben nicht irgendeine aufgeschobene Krankentaggeldversicherung, sondern es ist eine Versicherung, wo man am ersten Tag abschließt. Es hat 2 Hintergründe. Einerseits ist es so, durch das, dass die Administration durch das System extrem einfach gemacht wird, und das System spielt keinen Rubel, ob sie 1 Tag Absenz abwickelt oder ob sie 30 Tage Absenz abwickeln oder mehr. Das macht das System als solches und durch das, dass das alles aufbereitet wird via UK und via HRM Systems, hat auch der Versicherer viel weniger Aufwand, durch das sind die Versicherungskosten relativ tief. Der zweite Schritt ist eigentlich der, es geht ja darum, dass Sie die Absenzquote in Ihren Betrieb oben runterholen können. Es ist einfach eine wichtige Datenbasis, dass Sie das, was Sie an Lohnfortzahlung grundsätzlich zahlen, wenn das nachher auch versicherungstechnisch abgewickelt wird, ist das auch gleichzeitig die Datenbasis, um wirklich saubere Auswertungen zu machen, um zu sagen, wo habe ich überhaupt den Bedarf, dass ich runterkomme. Und wir haben eine Auswertung gemacht über die letzten 10 Jahre von unseren grössten Betrieben, wo einfach zeigen, dass die Firmen, die ihre Kurzabsenzen im Griff haben, die haben auch weniger Langzeitfälle. Und insofern weniger Langzeitfälle ist dann wieder maßgebend auch für die Pensionskassen, wo ja dann, wenn es Rentenfälle gibt, dort, so dass es eben auch wichtig ist. Und es zeigt einfach, es ist wichtig, dass sie wissen, was für Kurzabsenzen das sie haben, damit man eben auch hinten raus nachher dementsprechend kann Massnahmen ergreifen, um weniger Langzeitfälle zu haben. Gut. Ja, also vielleicht das sind jetzt reine Fakten, Zahlen, wie man jetzt auf den Franken kann rechnen. Aber was wir da jetzt nicht eingerechnet haben, sind natürlich die ganzen Prozesse, die ganzen Taggelder, die Sie natürlich dann auch nutzen mit EO-Abgleich, Arztzeugnisabgleich und so weiter, wo man entsprechend auch einen grossen Mehrwert kann schaffen kann, auch gegenüber dem ganzen Case-Management, wo man das Modul Carema auch noch kann nutzen kann, um weitere Einsparnis und Prozess effizienter gestalten kann. Jetzt wären wir da. Am Schluss eine Frage ist noch gekommen. Kann man zwischen Kurzabsenzen und Langabsenzen unterscheiden? Ja,
Also was macht effektiv das System? Also das System tut jetzt automatisch, wenn wir das jetzt so eingeben oder das tun wir parametrieren, also wie der Versicherungsvertrag aussieht, oder? Und dann können wir unterscheiden, das System merkt dann selber, aha, das ist eine Absenz, das ist bis maximal 60 Tage und ab 61 ist es, wie jetzt da im Chat in der Stadt, normale KTG-Versicherung. Das ist also möglich und das macht aber das System allein, das müssen Sie nicht selber dann beobachten oder rausholen, sondern da, es werden auch die Absenzen importiert und das System erkennt das aufgrund der Einstellungen, die gemacht sind. Ja, und man kann dort dann auch nach Personengruppen, also es gibt zum Beispiel für Kader gibt es eine Zusatzversicherung als Beispiel oder andere Quoten, Frankentaggeld und so weiter. Das kann man alles einstellen, oder? Oder schon Betrieb mit 3, 4 Versicherungen gleichzeitig, je nach Stufe, Stundenlöhne sind vielleicht auch nochmal anders versichert, Genau. und dort entsprechend auch die Sachen kann parametrisieren. Also es geht einerseits um den Versicherungsvertrag, den wir natürlich anschauen und einstellen, andererseits aber auch um Lohnfortzahlungsreglement. Unter Umständen haben Sie für unterschiedliche Personengruppen unterschiedliche Lohnfortzahlungsreglement. Das kann man alles so einstellen, damit das nachher wirklich auch korrekt abgewickelt wird. Gut, dann würde ich sonst, also jederzeit könnt ihr uns dann auch die Fragen stellen per Mail. Unsere Kontaktdaten sind in den Unterlagen drin. Von unserer Seite in dem Fall ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und würden uns sehr gerne freuen, Sie auch sonst separat auch noch mit weiteren Fragen zu klären oder Dokumente noch zu befüttern. Ich wünsche Ihnen in dem Fall noch ganz einen schönen Tag. Alle Danke. miteinander. Wiedersehen miteinander. Danke für die Aufmerksamkeit.